Hallo ihr Lieben, hi, hier ist Shanti Manu aus der Shanti Manu Handspinnerei und ich möchte euch zeigen, was das ist. Eine schottische Spindel oder Jellygan. Dass ihr wieder dabei seid und euch für diese wunderbare kleine Spindel interessiert. Zumindest gehe ich davon aus, dass ihr das tut, wenn ihr dieses Video eingeschaltet habt. Das ist eine schottische Spindel, eine Jellygan. Wird ganz anders geschrieben, D-E-A-L-G-A-N. Seht ihr jetzt auch hier eingeblendet. Auch Fassa genannt, aber seltener. Jellygan ist tatsächlich der häufigere Begriff, unter dem man diese Spindeln findet. Unter anderem zum Beispiel beim Wollscharf, da ist diese Spindel hierher. Aber auch hin und wieder bei anderen Spindeldrechslern. Vor allem auf den Märkten mal Ausschau halten, da kann man die natürlich dann auch ausprobieren. Diese wunderbare Spindel unterscheidet sich optisch sehr von klassischen Spindeln, hat nämlich keinen Wirtel, dafür aber einen dicker werdenden Spindelschaft. Genau, und sie besteht auch nur aus diesem Spindelschaft. Wir haben also hier eine Verdickung nach unten. Wir haben oben eine Kerbe oder so ein Hütchen, wie das bei der hier der Fall ist. Und wir haben vor allem unten ein Kreuz aus Einkerbungen, wenn man so will. Das brauchen wir auch. Und ihr seht schon, ich habe nämlich hier so ein bisschen aufgewickelt, dass das Knäuel auch etwas anders gewickelt wird. Wir haben nämlich die Möglichkeit, durch die Form der Spindel direkt ein richtiges Knäuel zu wickeln, das wir dann später, schwupp, einfach von der Spindel abnehmen können. Dieses Exemplar hat jetzt hier auch noch so eine Kerbe, die uns hilft, den Anfang zu wickeln. Das heißt, wir können hier einen Faden festknoten, einen möglichst dünnen Faden würde ich empfehlen, und schon mal so ein paar Runden vorwickeln. Das gibt uns eine Basis, die uns dann hilft, erstens damit zu spinnen, zweitens aber auch dann später tatsächlich das Knäuel zu wickeln. Wie man jetzt damit spinnt und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Das Konzept beim Spinnen ist natürlich im Prinzip das gleiche, ne? Wir drehen die Spindel und spinnen den Faden und wickeln den auf. Es sind nur ein paar kleine Handgriffe, die etwas anders funktionieren. Grundsätzlich wird eine Jellygan eben von oben angeschubst und nicht von der Seite, wie ihr das vielleicht bei manchen anderen Spindeln gewohnt seid. Das heißt, ich greife tatsächlich mit Zeigefinger, Mittelfinger und Daumen über die Spindel und dabei liegt je nachdem mein Faden zwischen meinem Zeigefinger und meinem Mittelfinger und dann schubse ich die Spindel an und kann spinnen. Wenn man nicht ganz geübt ist, dann flickert die Spindel wie jetzt hier dabei ein bisschen hin und her. Je gewohnter diese Bewegung ist, desto ruhiger läuft auch die Spindel. Und natürlich auch, je ruhiger man spinnt, ich spinne jetzt sehr ungewohnt nach oben, damit die Spindel im Bild bleibt, dann wackelt die durchaus ein bisschen mehr. Ihr könnt die Spindel auch von der Seite anschubsen. Es funktioniert auch, am Ende muss ich die Spindel schlichtweg drehen. Das funktioniert natürlich auch, wenn man sie von der Seite anschubst. Sie läuft dann, finde ich, ein bisschen unruhiger. Sie dreht nicht ewig lange, vor allem nicht, wenn man langsam spinnt. Ja, wenn ich schneller spinne, kann ich mehr Drall ausnutzen, aber sie dreht ziemlich schnell. Dann hat eine Jellygan keinen Haken, sondern in der Regel eine Kerbe oder eine Verdickung hier oben, die mit einem halben Schlag bestückt wird. Das heißt tatsächlich, wenn ich den Faden gesponnen habe, wicke ich den von oben einmal um den Daumen und lege dann diese Schlaufe auf die Spindel und kann das Ganze festziehen und dann hängt die Spindel an dem Faden. Jetzt habe ich keinen Drall mehr, das heißt, mein Faden geht kaputt. So, jetzt ist aber die Frage, wie kommt das Ganze hier auf die Spindel? Im Prinzip machen wir ein Knäuel wie bei einer Nöstepinne. Das heißt, ich wickle immer von, zum Beispiel ich persönlich, von rechts unten nach links oben. Man kann es natürlich auch genau umgekehrt machen. Und dabei drehe ich die Spindel immer ganz leicht
Ich habe jetzt hier noch ein Garn einfach angeknotet, damit ihr das ein bisschen besser erkennen könnt. Das heißt, ich wickle, ne, nach unten und dann wieder nach oben und wieder nach unten und wieder nach oben. Ihr könnt es theoretisch auch wirklich so machen wie bei einem Wickeldorn. Dafür muss ich das Ganze in die andere Hand nehmen und das Garn dann tatsächlich um die Spinne rumwickeln, wobei ich eben einmal nach unten wickle und dann bei die Spindel immer so ein bisschen drehen und nach oben rum und wieder nach unten und nach oben rum, so dass, und jetzt seht ihr so ein bisschen dieses dickere Garn, sich dann eben wirklich wie so ein ganzes Knäuel darauf bildet, aus dem ihr dann natürlich auch verzwirnen könnt. Das ist ganz praktisch, auch wenn ich immer, an der Stelle sei das nochmal erwähnt, dazu rate, das Ganze etwas auf der Spindel liegen zu lassen, bevor ihr das tatsächlich dann verzwirnt. Der letzte Schritt, bevor ich jetzt weiterspinne, ist dann immer, wenn ich von unten an meinem Knäuel komme, einmal komplett hoch zu den Kerben, zu den Kreuzkerben am Boden zu gehen und dann erst wieder nach oben. Und hier jetzt, dafür muss ich nochmal wechseln, nochmal meinen halben Schlag zu machen. So, ich hoffe, das war interessant und aufschlussreich. Natürlich gibt es bestimmt zig Möglichkeiten, mit so einer Spindel zu spinnen und ihr werdet, wenn ihr es ausprobieren möchtet, mit Sicherheit euren eigenen Weg finden. Ein bisschen experimentieren gehört natürlich dazu und dann findet ihr vielleicht sogar auch Möglichkeiten, auf die ich gar nicht gekommen bin und die euch dann eher liegen in der Art des Anschubsens, in der Art des Wickelns und dergleichen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich finde, es ist eine tolle Ergänzung für eine gut ausgewogene Spindelsammlung, die ich definitiv habe. Und würde mich freuen, wenn ich euch damit eine neue Anregung und Inspiration geben könnte. Falls ihr Fragen zu der Jellygan habt oder zum Spinnen mit der Jellygan oder anderen Spindeln oder so, dann gerne unten in die Kommentare oder im Blog unter www.shantimanu.de. Wie immer bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen Zuschauersponsoren, meinen Mitgliedern, die meine Videos finanzieren, und wünsche euch bis zum nächsten Video ganz, ganz viel Spaß bei all euren Spinnereien und bin raus für heute. Bye, bye, eure Shanti.